willst einen Mercedes kaufen? Wander nach Deutschland aus. Haben Sie Lust, in Deutschland zu leben, Madame? Nein. Thierry, Deutschland? Alles, nur das nicht. Niemand will in Deutschland leben, nicht mal die Deutschen. Nun, bereit für das Treffen? Ich freue mich sehr auf die Eltern von Alice. Frédéric Bouvier ist Sommage sehr, sehr erfreut. Wir haben etwas zu verkünden. Wir werden heiraten. Ja. Oh, das ist ja wunderbar. Wie schön, wie schön, wie schön. Aus diesem Anlass haben wir ein kleines Geschenk für euch. DNA-Tests. Der Test kann eure Herkunft bis ins kleinste Detail nachweisen. Also. Oh Mann. Scheiße, ich bin Deutscher. Oh mein Gott. Ja, zu 50%. Gab's denn nie einen Verdacht? Was für einen Verdacht? Weiß nicht, ein Elternteil, das mit voller Begeisterung Wagner hört, dass das Fan von Sauerkraut ist. Nein. Von Uniformen. Einer, der gerne in Polen einmarschieren würde und sich mit Braunbier betrinkt. Ja, sehr witzig. Jetzt muss ich ein ernsthaftes Gespräch mit meinem Vater führen. Mein Zufluchtsort. Wie ich immer gelitten habe bei Deutschland gegen Frankreich. Glaub mir, mein Sohn, das war schrecklich. Du warst aber doch nicht für Deutschland. Doch. Nein, Papa, bitte. Du bist jetzt Franco-Deutscher und hast quasi 6 Weltmeisterschaften gewonnen. Naja. Wir trinken ein Glas auf die Gesundheit unseres Freundes Vera. Oh, Verzeihung. Auf Gerhard. Auf Großdeutschland. Ich bin Engländerin. Na, das hat ja mal Klasse. Tief in mir drin habe ich immer irgendwas gespürt. Mein Gott, wir haben die Milch vergessen. Milk, Milk. Ein Nuff? Du weißt, was ich meine? Nein. Ich habe die Ehre, Ihnen hiermit zu bestätigen, Sie sind die Großcousine der Königin von England. Oh, danke. Fuck you. Fuck you very much. Eins nimmt man jedenfalls mit aus dieser Geschichte, dass es überall Familiengeheimnisse gibt. Warum nicht bei den Bouillon Sauvage? Bouvier Sauvage. Ich öffne den Umschlag auf keinen Fall. Du öffnest jetzt diesen Drecksumschlag oder ich mach's. Frédéric Bouvier Sauvage. Scheiße. Was ist das für eine Scheiße?